Hallo und herzlich willkommen zurück bei Project Unstable, heute mit dem Eddie. Ja, hallo so. Genau, damit wir auch mal mit dem aufnehmen und nicht immer nur alleine, beziehungsweise mit den anderen. Ich bin jetzt schon mal am Spawn und jetzt warte ich noch, dass der Eddie herkommt und dann machen wir den nämlich auch mal ein Buch in die Mining-Welt. Das wird sehr geil, sehr, sehr geil. Dann kann ich nämlich auch mal irgendwas machen. So richtig so mit Mining Well und so Industrial. Na, Blödsinn, das ist nicht Industrial Craft, das ist, was ist das? Buildcraft, oder ist es der Mining Well? Mistcraft. Mistcraft? Ja, hör auf. Kann man nicht vergehen. Okay. Ich hab mir gedacht, das war Buildcraft, mit dem wir die gemacht haben. Mit Buildcraft kannst du Queries und sowas machen, aber die Welt an sich musst du mit Mistcraft erstellen. Nee, Mining Well, das ist Ach ja, so, das ist Mining ja. Well. Ach so, ich habe Welt verstanden. Okay, Nee, gut, nee, nee, dann. nee, nee, nee. Also das, ja, da haben sie jetzt extra Welt eingerichtet. Das zeige ich euch dann. Kommt alles irgendwann einmal später. Wir machen jetzt nicht einmal die Vorbereitung, dass ihr wisst, um was geht. Bin ich da jetzt sehr richtig? Ja, hi Guten Tag. Schnauzer. So, Guten Tag. dann mach mal Rechtsklick auf das Buch und klick mal an der Seite auf dieses blaue oder in dieses Feld da einfach rein. Bei mir ist das Oder schwarz. Ah. schwarz. Schwarz. So, willkommen in der Mining-Welt. Hier haben wir dann auch schon, hier kommst du praktisch zu uns allen, indem du hier dann auch wieder die Bücher benutzen kannst. Und hier draußen Ja, geil. kannst du dir mal nehmen. Hier sind Linking Books fürs Mining Age. Das sind die, die halt dann hierher führen an den Spawn. Und dann Okay. nimmst, kannst du dir nochmal einen Unlinked Book mitnehmen. Ja, eins genügt eigentlich, was? Jawohl. Und dann kannst du jetzt, also können wir jetzt nochmal zum Spawn zurückgehen. Und dann kann man bei dir dann einen Blau. Portal aufstellen, wo du dann halt praktisch von dir aus, von zu Hause aus direkt dann hinkommst in die Mining-Welt. Sehr geil. Ja, brauche ich da sonst eh nichts mit? Irgend so ein Schild oder irgend sowas? Nee. Das ist dann. Es steht Mining Age drin, das Haus müssen wir eher alles nochmal hier umbauen. Das Okay. muss noch schöner werden. Ja, so schlimm ist es nicht. Es ist ein kleines Haus in der Landschaft. Für den Start genügt's. Ja. Mit einem riesen Portal. Ja. Ich wollte es nicht so groß bauen, aber ist egal. Ist egal, Ja. scheißegal. Gut, das heißt, ich kann jetzt mit den Büchern wieder zu mir haben und Ja, lassen. ich würde einfach mal mitkommen. Ja, Einfach mal sicher, mit. gerne. What the fuck? Da bin ich jetzt sehr Was ist richtig. das? Ist das Wasser hier bei dir auch rot? Wasser? Hier Wo? hinten? Rot? Ja, ist rot. Ist das nicht Blut? Irgend so. Ist das diese kein Wasser? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe jetzt nämlich. Warte mal schnell. Das haben wir gleich. Ich habe mich nur Ich gerade gefragt, was das jetzt hier ist. hab eh alles mit. Da. Und Kübel und. Bleh. Es ist. Blood Bucket, ja? Blut. Okay. Warum ist das hier? Egal. Keine Ahnung, vielleicht hat irgendeiner seine Tage gekriegt oder so. Ja, das kann Man natürlich sein. weiß es nicht. Bisschen Dann nehmen viel wir ihn mit. Blut. Ja, Egal. du. Man wird es brauchen können. Ja. So. Wo wohne ich? Das Gute weißt nur Frage. du. Nein, nicht einmal mehr ich weiß. Warte mal. Da steht letzter Tod, dort bin ich sicher irgendwo gestorben, das passt schon. Ich laufe einfach mal mit, dann kann ich nämlich auch mal dein Haus zeigen. Ja, genau. Ja, bei dir war ich bei dir offscreen oder war ich bei dir in der Aufnahme? Ich glaube offscreen, aber das ist auch schon wieder eine Weile her, oder? Schon ewig hier. Das ist. Ja, ein paar Wochen sicher schon. Ja. Ja, mein Haus ist jetzt oberflächlich relativ klein, aber es geht halt in den Berg hinein. Ich bin Okay. so der unterirdische Tüftler. Nein! Daneben. Und habe halt da drinnen meinen Scheißdreck gemacht bis jetzt. Aber ich habe jetzt davor so Wintergarten und so, das muss ich auch noch jetzt machen. So, dass man da ein bisschen Es was gibt ja anbauen kann. genügend Pflanzenmutzen und alles Ja, Mögliche. das ist ja Katastrophen. Aber wie gesagt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, ja, hier oben ist noch relativ unspektakulär. Da ist nicht das Ja. Bett herum und herum ist mein so das kleine automatische Lager. Also das kleine. Ah, okay, du machst es mit Buildcraft, ja? Ich Okay. mach's mit Buildcraft, Okay. ja. Wobei jetzt, so wie es jetzt ist, eh noch nicht glücklich bin, das wird ein bisschen anders gemacht. Aber im Prinzip.
Weil das Problem ist, du bist sehr eingeschränkt mit die mit dem Sortiersystem, weil ja. du nicht ein paar Blöcke, Plätze frei hast. In die Weichen. Das ist das Problem. In der Hinsicht gibt es halt eine gute Alternative, das sind die Ender.io Item Conduits. Da gibt es ein Upgrade für, dass du einfach nur ein Erz reinlegen kannst zum Beispiel und dann sagst du einfach Ore Dictionary, das heißt, jedes andere Copper-Ore beispielsweise geht dann auch rein. Dass okay. du nicht jedes einzeln definieren musst. Ja, das muss ich mal anschauen. Und wie mache ich das jetzt mit den Büchern? Hast du durch Zufall mal zwei Holz? Oder drei? Drei die Bretter? Drei Bretter habe ich. Soll ich dir die geben, oder? Ja, gib mal, dann mache ich mal schnell so einen Bookstand. Ja? Ja. Und der, mit der hat auch seine Tische sehr gern, gell? Ja. Hier, falls du das sehen willst, hier im Crafting Table, liegt es drin. Ja. Das ist ein Bookstand. Okay. Und ja, platzieren mal da, wo du willst. Ist vielleicht besser, wo du dein Portal jetzt haben willst. Im Prinzip ist es mir eigentlich relativ schnuppe. Ich meine, man kann es ja später nochmal finden. Ja, und jetzt, wenn du das Unlink-Book in die Hand nimmst, kannst du dich jetzt dahin stellen, an die Stelle, wo du willst, dass man rauskommt, wenn man sich zu dir portet, und dann machst du einfach Rechtsklick. An der Stelle. Was, auf das Rechtsklick. So. Ja, okay, und sie sind dann, in den Link-Book. Dann brauchst du das Linking-Book, wo Mining Age steht. Ja. Yeah. Und damit machst du jetzt mal Rechtsklick hier drauf. Und dann kannst okay. du dich jetzt darüber ins Mining Age stehen. Ah, sehr geil. Und ja, jetzt und? Kannst du dir hier noch ein freies Teil aussuchen. So einen freien Slot. Sind ja noch okay. ein paar hier. Und dann einfach Rechtsklick wieder drauf machen, dann geht's Buch da rein. Passt. Und wie kriege ich jetzt so coole Köpfe her? Dafür müssten wir dich töten. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ich glaube, ich mache einen Shoot. Ja, ich hab dir schon mal eins hingeschrieben. Hier mit Eddie kannst du ja ansonsten nochmal anders Ach so. Schreiben oder so. Perfekt. Na, passt schon dabei einmal. Ja, vielleicht. Ja. Wie, wenn du mich jetzt tötest, wie kriegst du dann meinen Kopf? Also ich nicht. Black Sheep hat ein Schwert, das hat Beheading mit 100%. Das heißt, wenn man dich dann tötet, dann kriegt man zu 100% deinen Kopf. Ah, okay, so war das. Sonst ist das nicht... Ah, okay. Ja, ich verstehe. Ja. Und ja, wie gesagt, das hier ist die Mining-Welt. Hier kannst du rumrennen, kannst hier abbauen, wie du lustig bist. Ein bisschen weiter vielleicht vom Spawn weg, aber... Ist eh klar. Die kann man praktisch zerstören, so viel man will. Das ist richtig. Also ein paar haben ja auch eine Ender-Gravy aufgestellt, deswegen ist dahin ein bisschen Gras. Okay. Ja. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, ja, du kannst zerpflücken, kannst erkunden, kannst auch die Dörfer plündern, alles mögliche. Ja. Das ist... Was schon mal cool ist, dass da tonnenweise Sand ist. Ja, wir haben extra nur Wüste gemacht, weil Sand ist immer sehr rar und ehe du das herstellst aus Cobblestone, das ist... Ja. Naja. Na, finde ich cool. Und wenn ich jetzt da bei mir auf das Ding, auf das Buch wieder klickt, dann komme ich... Das ist natürlich jetzt schon eine wilde Erleichterung, wenn ich euch da jetzt mal besuchen will. Ja, auch eine dann geht cool. das auf jeden Fall wesentlich einfacher. Dass man einfach dann... Und man hat lustige Partikel. Ja, genau. Super. Ja, perfekt. Ja. Das ist schon mal sehr geil. Genau. Ja, im Prinzip war das das, was ich... Ich werde jetzt noch unten schnell mal meine Spit... siehst du, da wollte ich dich auch noch fragen, weil ich mir da nicht ganz sicher bin. Ich habe mir jetzt nicht eingelesen, aber man kann ja mit Lapis Lazuli und mit Redstone kann man den Hammer und die Spitzhacke leveln. Also da kann ja. man einer Haste und Luck drauf da. Wie viel macht denn da Sinn? Das kommt immer drauf an, Redstone kannst du, es kommt halt immer auf die freien Modifier an, wie viele du noch hast. Okay. Steht dann hier Modifiers Remaining und so viel kannst du dann halt draufpacken. Ansonsten brauchst du halt Upgrades, das ist entweder einmal einen Goldblock und einen Diamant oder einen Diamantapfel. Okay. Oder, ich glaube, mehr kannst du dann gar nicht machen. Ich glaube, du kannst maximal zwei nochmal draufpacken, zwei Modifier zusätzlich. Und, na, ja. Weil was ich jetzt gesehen habe, ich kann 100 Redstone drauf da und 450 Lapis bei der Spitzhacke, die ich jetzt in der Hand habe. Ja. Zum Beispiel. Obwohl, beim Redstone ist bei mir zuerst 50 gestanden und wie ich die 50 erreicht habe, ist es automatisch weitergesprungen auf 100.
Ja, wenn du, also du kannst 50 Redstone reinpacken. Redstone geht immer in 50er Schritten. Das Okay. heißt, wenn du dann 51 zum Beispiel drauf hast, dann springt es auf 100 und ein Modifier geht weg. Dann kannst du noch so viel Redstone halt reinpacken, bis 100 voll sind und so Okay. weiter. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn du dir einen Moss-Ball oder einen Ball of Moss, ich weiß nicht, Ja, wie macht man denn den Deppern? Ich habe das vorher schon probiert, ich habe das bei dir kurz gesehen, aber ich habe es nicht nachmachen können. hast du irgendwo Cleanstone oder Stonebrick? Cleanstone habe ich, glaube ich, da heroben irgendwo. Oder habe ich da noch was? Ich weiß es jetzt gar nicht. Stein. Ja, da habe ich noch Stone. Okay, dann ich nehme mal 9. Oder einfach, ich mach's mal andersrum. So. Und zwar hier mit dem Stone Brick. Wenn du Ja? dir jetzt einen Chisel machst, den machst du Den aus. habe ich schon. Genau, mach mal mit dem Chisel Rechtsklick. Da kannst du dann den Cobblestone reinlegen und danach kriegst du, also nicht den Cobblestone, den Stone Brick. Und dann kriegst du, kannst du Mossy Stone Brick draus machen. Den dann einfach draufklickst und dann kriegst du den Mossy Ja, Stone. Mossy Stone Brick habe. Und wenn du das jetzt komplett im Crafting-Feld reinlegst, Also also die 9 Stück hier im Crafting-Table, Crafting Table aufgeteilt oder wie? Oder einmal komplett in jeden Slot rein, das 9, wer sind das? Ah, Und dann okay. kriegst du einen Ball of Moss und den kannst du halt auf deine Tools bringen und danach haben die Auto-Repair drauf. Okay, das und das braucht man aber nicht leveln, sondern das tut man einfach einmal drauf und Ja, fertig. man kann es auch noch später größer machen, dass man mehr Möglichkeiten hat praktisch, also dass es schneller sich wieder repariert, aber meist reicht ein Ball of Moss. Okay, ja, super, jetzt ist das Ding trotzdem noch rosa und ich habe mich schon gefreut, dass das jetzt grün wird. Ah, schier ist das. Ja, das Pink ist ein bisschen komisch. Ja, das ist so. Gescheit, ja, nein, ist ja wurscht, das ist ein bisschen gay, aber Mariana, man kann nicht alles haben. Ja. Ah, ich habe das mit dem, ich habe nämlich sogar Mossy Cobblestone gesammelt. Ach so, mit dem hättest du es auch machen können. Mit dem Ja, kannst ne, du ich dann bin auch. nicht auf die Idee gekommen, dass ich hab nämlich zufällig genau 9 nur mit. Brauche ich einen zweiten noch für die Spitzhacke nachher. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich es im Crafting Table mache, weil ich hab das nicht da bei dir gesehen mit dem Chipsel und haben mir gedacht, du hast das mit dem irgendwie aus, aber dass du dann auf der Werkbank auch noch was, das habe ich vergessen. Ja. 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 Shit happens. Ja, was denn? Man kann ja nicht, wie gesagt, ich bin ja Minecraft-mäßig, darum spiele ich so viel Minecraft, weil ich da totaler Noob drinnen bin. Ich muss mir alles mühsam anlernen, also wirklich mühsam. Ja. Naja, Und das geht aber das. jedem so. Am Anfang muss man erstmal sich da überall reinfinden. Ja, und das ist halt echt, ja, spannend. Das ist, sagt er. Teilweise käme ich mir vor, wie so ist das so ein blutiger Anfänger. Aber ne, ist ja egal. Ja, das kennt aber jeder. Kann nur schlimmer werden. Ja, und drum. Und genau für solche Leute, wie es ich bin, erkläre ich an jedem Schritt eigentlich extra genau, dass ja jeder weiß, was ich da jetzt mache Ja. und wieso ich das jetzt mache. Und weil ich habe ja doch irgendwie die Befürchtung oder die Hoffnung, dass ich nicht der einzige Noob bin in dem Spiel. Na, ich meine, Sag jetzt normal. nichts Falsches. Sag jetzt nichts Nein, Falsches. ich meine, normales Minecraft ist ja auch nicht das Problem. Das Problem liegt ja wirklich am Modded Minecraft. Ich meine, ich Ja, lerne auch sicher. dauernd dazu, weil Blöcke drin sind, die ich noch nie vorher gesehen habe, die halt jetzt seit neuem erst drinne sind. Und, naja. Ja. Für meine Zuschauer, alle, die was jetzt wundern, ich hab's euch gesagt, ich mache mir jetzt die Pickaxe noch. Drum, also nicht wundern, dass ich da wenn man anwuselt. Jetzt ist die auch rosa, okay, Alter. Na, die Pickaxe, wenn du da einen Ball of Moss dran packst, dann ist die schon mal Großteil weg. Nee. Leider. Aber Ja, sie ist jetzt rosa theoretisch, mit grün. Es ist die Farbkombination 214. wenn du dir noch Silk Touch draufpackst, also so ein Silky Jewel, den machst du aus einem Was ne? Emerald und Ja, ich hab noch keine Emeralds. Wo krieg ich denn Emeralds her? Die sind voll selten, die depperten Dinger. Es gibt zum einen die Möglichkeit, Villager droppen ab und zu einfach mal ein Ren Emerald. ja, das habe ich schon mal gehört. Random. Das So heißt zufällig. theoretisch, also einige haben es schon gemacht, die haben einen Hopper hingestellt, drüber einen 2 hohen Raum und haben dann 3 Villager rein und dadurch produzieren sie sich durchweg Emeralds. Okay. Ja, wenn es funktioniert, wieso nicht? Und ansonsten, ja, wie gesagt,
finden, farmen oder halt mit Villagern handeln. Das sind halt die Möglichkeiten, jetzt Emeralds zu kriegen. Ja. Ja. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe jetzt einmal, ich wollte unbedingt das Elemite-Zeug haben, weil ich glaube, mit dem kann ich nämlich Diamanten dann auch bauen. Oder ich hoffe zumindest. Ja. Und genau aus dem Grund habe ich das gemacht, weil ich nicht unnötig jetzt nur mehr Sachen in irgendwelche Eisentools stecken wollte. Jetzt haben wir die besser gemacht. Das war eigentlich der Hauptgrund. Ja, das ist klar. Und brauchst halt dann. Ja, gescheiß doch die Wand an! Das Ding hat ein Herz drauf! Ja. Oh mein Gott! Ja, okay, jetzt sind wir. Hallo, willkommen und bei Gay Minecraft. Ja, gut. Es gibt jetzt definitiv einen Texturpack, was ich umpixeln werde. Achso, also alles, was pink ist, wird umgefärbt, okay. Naja, ja, einfach rosa Herzen, hallo. Ja, du kannst dir doch einen separaten Raum machen dafür. Ja, genau, der Pink Village. Ja. Nein, es ist wurscht, es ist gut, es sollte das halt mehr aus und es ist halt scheiße aus. Vielleicht findet man irgendeine Lösung, dass man das ein bisschen verdecken oder so, oder man zeigt es einfach nicht. Ich nehme einfach immer einen Eisenblock in die Hand. So, huch, das war eine Kiste. Ich wollte eigentlich zu mir nach Hause. Ja, sehr cool. Das mit dem Ding finde ich, ja, das werde ich dann auf alle Fälle in der nächsten Aufnahme dann gleich weitergeben. Im Major und im Swifty, sofern der mich jetzt in nächster Zeit einmal aufnimmt. Na, der ist momentan ein bisschen gefrustet, so wie es ausschaut. Oh, und mir hat jemand ein CSU geschenkt. Bei mir in der Wohnung steht ein... What the fuck? Okay, ein CSU. Das ist von Industrial Craft ein Energiespeicher, der ganze... Ja, ich weiß, da brauchst du voll viel Diamanten dafür, gell? Ich glaube 8 oder so. Nein, plötzlich 12. Nee, das war MFE bzw. MFSU. CSU ist erst seit neuem drin, das ist so ein Zwischending zwischen Badbox und MFE. Ja, das ist das nächste, mit dem ich mich beschäftigen muss. Das mit dem Stromerzeugen für Industrial Craft und so, das ist nämlich auch noch eine Herausforderung. Für mich zumindest. Ja. Echt geil. So, und ich fange jetzt da heraus, wie versprochen, an mit zumindest einmal der Grundierung von meinem Gewächshaus. Weil das Gewächshaus selber werde ich ziemlich sicher offscreen bauen. Weil ich das nicht richtig an da will, dass ich es da dazuschauen müsst, wie ich da Blöcke platziere. Das kennt es nämlich ohne mich auch schon, glaube ich. Die meisten Minecraft-Spieler wissen, wie man Blöcke platziert und brauchen das jetzt nicht nur von mir vorgewürgt bekommen. Und es gibt sicher welche, die das noch nicht wissen. Nee. ich glaube ja viel, aber das glaube ich nicht. Da werden wir uns halt irgendwie, ich werde da die Fläche roden und heraus. Das wird auf alle Fälle ein bisschen größeres, weil wir haben ja durch Botania nur extrem viele Möglichkeiten, dass wir dann irgendeinen Scheiß machen mit Pflanzen und da ich das nicht dann irgendwo im Freien machen will, sondern ein bisschen so Gewächshaus und so. Ja, mit viel Glas, das wird sicher cool. Vor allem jetzt wissen wir, wo wir den Sand herkriegen. Ohne Probleme. So. Machen wir dann richtige. Retro-Schleuse machen wir da einer. Hast du mit dem Better Chests Mod, hast du das schon mal probiert, dass du da Bäume ernten lassen tust damit? Das geht nicht damit. Mit dem Apfelpilz geht das schon. Ja, aber ich habe mir einen Harvester von Mine Factory Reloaded gemacht. Okay. Der für mich die Bäume fällt. Und einen Planter, der es halt automatisch nachpflanzt. Du kannst aber auch noch zum Beispiel von Ender.io gibt es eine Farming Station, die kann dir auch Bäume fällen, wenn du eine Axt reinlegst. Also, es gibt ja so viel Scheiß. Immer in Wahrheit, du kriegst ja Sachen, das ist. Ja. 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 Und wie gesagt, das sind halt dann die ganzen Sachen. Man muss mir dort schön klar werden, Stickerl, weil es eine. Da und ich mache halt nicht zu viel Mods auf einmal oder nicht durcheinander. Mal jetzt momentan ist es noch ein bisschen durcheinander, bis ich mal drinnen bin. Ja. Aber dann. So. Dann werde ich schauen, dass ich doch irgendwie ein bisschen System reinkriege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nur zwei weiter. Okay. Ich
mache mir mal schnell ein Tiny TNT. Einfach nur, weil ich gerne mit Pneumatic Craft jetzt anfangen will. Also mit Druck. Druckluft. Druckluft. Und dazu brauche ich erstmal hier ein bisschen was, was ich zersprengen kann. Und das wird Eisen sein. Weil, damit wir am Anfang für Pneumatic Craft, wo ist es? Da. Für Pneumatic Craft brauchen wir nämlich sehr viel Compressed Iron Ingots. Und die bekommen wir nur durch einen Pressure Chamber, beziehungsweise indem wir sie, indem wir Eisen in die Luft sprengen. Ja, genau, das habe ich schon mal gesehen. Das ist voll cool. Du musst da so einen Kessel bauen im Boden, gell? Ich muss nicht. Ich kann auch einfach hier oben TNT hinpacken und kann das dann hochjagen. Genügt es. Das genügt. Was ich jetzt immer so in die ganzen Tutorials gesehen habe, die man natürlich auch anschauen muss, darf, kann, braucht, wie auch immer, die haben immer so 3x3 Blöcke, glaube ich, oder 4x4 und in der Mitte einen freilassen und da haben sie dann das Eisen reingeschmissen. Okay. Achso, das ist aber der Pressure Chamber, glaube ich. Das ist dann, was du meinst, dass diese nächste Version dann, was du dann benutzt, damit du alles umwandeln kannst. Was ich jetzt habe, wandelt mir nicht alles Eisen um. Ich werfe da jetzt einen Stack hin, aber ich werde okay. keinen Stack rausbekommen. Das ist irgendwie, pack das hier immer rum. Warum backst du rum? So. Und Intercom. Rumps. Vorteil am Tiny TNT, es macht nicht so viel Schaden. Und wir haben, na gut, aus einem Stack 54 Compressed Iron. Geht eigentlich. Das ist kein Fehler, ne? Ne, ich hab eh schon geschaut, vorhin mit dem kann man ja auch voll viel coole Drohnen und so machen mit dem. Ja, genau. Pneumatic Craft. Ich finde cool, werde mich sicher auch beschäftigen, aber wie gesagt, alles ich Step by Step. Ich kann nicht alles gleichzeitig da. Ja. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, ich beende die Folge für jetzt. Ja, passt, da hänge ich mich an. Das mache ich gleich mit. Einfach nur, weil ich ja vorproduzieren muss wegen Urlaub und da kann ich nicht so lange machen. Passt schon. Gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, der Eddie ist nächstes Mal auch noch mit dabei. Ich denke, wann ich darf. Und ja, dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.